Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Aber Steuerschuld, okay? Weil du und Ganji auf einmal gesagt hättest, ihr müsst euch vorstellen, 10 Jahre Auftritte, er hat kein Geld verdient. Alles habe ich mir in die Tasche gelegt. Ja, wer will das glauben? Ich sage euch, wer das glauben. Die Polizei glaubt das selber nicht, aber weil sie mich vögeln wollen, glauben sie ihn. Und dadurch. Ja, das ist das Ding, ne? Also 10 Jahre lang hat er alles eingesteckt und die haben alle nie Geld gesehen. Deswegen fahren die alle fette Autos, können sich Luxusvillen in Dubai leisten und hassen nicht gesehen. Ja, genau. Ja? Ich küsse dein Herz, Alter. Ich komme meine Steuerschuld. Ich hatte nicht 1 Cent Schulden. Nix. Du hast versucht, mich im wahrsten Sinne des Wortes zu vernichten. Nicht auf, nur auf der Polizeiebene mit deinen Gelogen, dass ich dich geschlagen, eingesperrt habe, eine halbe Flasche Wasser geschlagen habe. Du wolltest mich auf jeder Basis, egal was es kostet, du und deine Frau aus Habgier, weil sie jetzt meine Anteile kriegt, ja? Und du, weil sonst dein Plan nicht aufgeht. Die Steuerschulden habe ich wegen dir, nicht wegen niemand anders. Bei Allah, wegen dir. Und weißt du was? Wenn du einverstanden bist, Bushido, deine Zeugenaussagen, die du getätigt hast, ja, preiszugeben, weil das ist strafbar, deswegen darf ich es nicht. Ich gebe sie hier frei. Und dann werde ich sehen, warum ich Steuerschulden habe. Du hast dich mit den Füllgraf unter einer Decke reingetan, ja, und hab getüftelt, wie ihr mich vernichtet. Du wolltest, dass ich über 10 Jahre in den Knast gehe, okay? Über 10 Jahre mit meinen Brüdern. Du wolltest, hat das nicht geklappt? Steuerschulden, egal wo ich dann Geld kriege, dass mir mein Geld weggenommen wird. Das hast du gemacht. Deswegen wurden meine Konten eingefroren. Ja, auf einmal, von heute auf morgen, habe ich über 2 Millionen Steuerschulden, weil du so eine Aussage tätigst, weil du deine Frau geschickt hast ins Büro und die ganzen Papiere geklaut hat, auch meine Papiere, ja? Das hast du alles vergessen, oder? Weil du dann gesagt hast, Arafat hat das Geld genommen. Ja, das ist schon echt heftig. Also das ist schon echt, echt heftig. Das ist natürlich eine dreckige Aktion, aber auch dreckige Aktion von Annemarie. Ja, da muss man echt im nächsten Stream mal mit dem Werder Bremen Trikot hier sitzen. Ne? Also, das ist echt mal hier wieder eine Gangbang-Session mit Anna McCoy. Ne? Arafat hat dies genommen, Arafat das genommen. Alles hat Arafat genommen. Da frage ich mich, warum bist du nur auf Tour gegangen? Aber wie hast du es eigentlich gemacht von 2004 bis 2007? Wie hast du es da gemacht? Arafat war nicht da auf Tour. Anscheinend habe ich dir da gar nichts weggenommen, wa? Wie hast du es gemacht? Wer hat dir denn dein Geld weggenommen? Ich weiß, wie du es gemacht hast. Weil du hast mich betrogen da. Hast eine Rechnung geschrieben und das weiß ich aus erster Quelle, ja? Hast eine ganze Rechnung, nichts über erst guter Junge und über dich, dass man das nicht sieht, über eine ganz andere Firma und hast dir da dein Geld genommen. Wenn ich ja so der Schwarzgeldmacher war und alles Schwarzgeld genommen habe, was hast du 2004 bis 2007? Wie hieß es, wie Dibu gesagt hat? Dein Kofferraum war voller Schwarzgeld. Merchandising. Hast du genommen? Alles hast du genommen. Willst du mir das in die Schuhe schieben? Du, ihr denkt, der ist dumm, wa? Er hat mit Dummheit nichts zu tun. Was Geld angeht, ist er ein Genie. Es sah immer so aus, wir haben immer einen Gag gemacht, 50% für. Das war immer nur Spaß, ja? Ich fand's lustig. Aber dieses Lustige hat er zuletzt ausgenutzt. Jetzt stehen wir vor der Wende, stehen vor der GbR. Das ist es. Das Lustige wurde dann später für den Ruf von Arafat ein bisschen zum Verhängnis, weil man immer geglaubt hat, er wird 50% einfach abkassieren und Manager 50%. Dabei ist Management 50% sowieso sittenwidrig, das geht gar nicht. Ja, und all diese Scheiße, ne? Das hat der Bushido natürlich sehr schlau gemacht und das als Nachteil von Arafat genutzt, ja. Bergmanns Glück, und da willst du mich wieder beklagen. Irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich will mich nicht mit ihnen einigen. Das ist mein Recht. Ich will einfach nur mein Recht. Ich kann nicht verstehen, wie er mich rausschmeißt. Ich wurde freigesprochen. Alles, was gesagt wurde, ist nicht mein Problem. Du wurdest nie von mir bedroht. Noch nie. Wenn du so eine Angst vor mir hattest, warum hast du nicht erzählt? Bushido, wir haben uns das letzte Mal gesehen am 21.03.2018. Das letzte Mal, da bist du zu mir nach Hause gekommen. Wenn du so eine Angst hast, mit einem Aufhebungsvertrag, okay? Du zu mir. Warum erzählst du nicht eigentlich, dass wir uns, wenn du so eine Angst hattest, danach hast du mich nicht mehr gesehen. Haben wir uns beim Jay-Z-Konzert gesehen. Da warst du mit Capi. Wir waren VIP und ich bin so in die Lobby gegangen. Da waren noch Zeugen bei. Nur falls du lügen willst. Da kam er mit Capi hoch. Er sieht mich. So, ey, Bruder. Du nennst mich was? Bruder? Ah, warte mal, beim Jay-Z-Konzert, da war ich auch. Stimmt. Stimmt, ich war auch da. Ich habe Capi auch getroffen da. Bushido war auch da. Bushido saß paar Reihen von mir weiter entfernt. Wir konnten den leider nicht hingehen. Der war auf der anderen Seite der Tribüne mit seinem, ich weiß nicht mehr genau, mit wem er war. Ich war natürlich nicht allein, ich war mit meinem Bruder und natürlich Arbeitskollegen, Netflix, dies, das. Das heißt, man konnte da keinen Ärger machen oder so. So vernünftige Leute und so. Und dann habe ich Capi auch getroffen im Flur und da habe ich so ein Gucci-T-Shirt gehabt und dann der Capi zu mir, oh, bra, Gucci-T-Shirt, bra, ich habe auch Gucci, bra, bra, ganz Tag, bra, Gucci, bra. Wer von den Bres war denn noch dabei?
Da war einer mit Kapi, auch ein alter Freund von mir. Ich weiß es nicht mehr, ob der, wer war das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Irgendeiner war dabei. Weiß ich, was. Nee, jetzt nicht Ashraf oder Weisler, so nein, das war ein Albaner. Albaner, glaube ich, aber wer war das? War das Nui? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber auf jeden Fall haben wir kurz unterhalten, ein bisschen gelacht. Aber ich wusste nicht, dass Kapi mit Bushido da war. Das ist krass. Das war das Konzert in Berlin im Stadion, glaube ich, wo Jay-Z und Beyoncé da waren. Ja, Drillon, glaube ich. War es Drillon? Ich glaube, Drillon war dabei. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss hier nochmal fragen. So, gucken weiter. Du bist nicht mein Bruder. Du warst mal mein Bruder. Aber du hast mit meinem Bruder nichts zu tun. Er guckt mich so an. Ich gucke ihn so an und bin einfach straight weg. Da kannst du Kapital brav und andere Leute. Wenn du ja so eine Angst hast, wo du mich gesehen hast, warum nennst du mich Bruder? Dann hast du mich August aus Arislam getroffen. Du hast mich getroffen. Warum erzählst du nichts davon? Nichts von der Aussage. Würde nicht zu deinem Film passen. Warum erzähle ich Rüdersdorf? Weil er wieder versucht, mich zu betrügen. Du bist ein Betrüger, offiziell. Und dein letzter Podcast mit Marvin California. Marvin, du hast dich schon mal mit ihm gestritten. Leck in seinen Arsch von vorn bis hin, ist nicht mein Problem. Ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr euch streitet. Und dann fängst du wieder. Du denkst... Ja, der gute Marvin, der versteht das nicht. Der hat auch seine Prinzipien über Bord geworfen, leider. Weil du jetzt mit ihm auf... Also, naja, dem ist halt eh scheißegal, Hauptsache mit Bushido. Also, das ist ganz ekelhaft. Auf Tourgang bist, hast ein bisschen Hype. Krieg ihn weiter in den Arsch. Kein Problem. Erzählst du, Bushido, ich war auf dein Konzert? Schämst du dich nicht? Willst du auf cool tun? Das ist ja wirklich, meine ich das ernst. Oder ich bin so eine, wie so eine... Was hat er gesagt? Wie war das Video? Wie so eine besessene Ex. Also wenn jemand besessen ist, dann bist du das. Weil all dein Film von Anfang 18 bis jetzt handelt dann nur mich. Nur mich. Egal wo. Arafat hier, Arafat da. Doku, Doku, Doku. Podcast Arafat, Arafat, Arafat. Immer. Stern TV. Und. Und ich bin eine besessene Ex. 700 Quadratmeter. Dann sagst du, ich habe einen Freispruch bekommen. Ich soll mich zufriedenstellen? Alter, wer hat mich denn hingebracht? Bin ich alleine hingegangen? Ich weiß nicht, hast du jegliche Realität verloren? Nein. Du versuchst wieder abzulenken. Wie immer. Wie deine Chart heute 87 hat mir einer geschickt. Wallah, interessiert mich nicht. Warum redest du nicht drüber? Aber redest du über Capital Bra? 37. Oh, wirklich? Du bist nur so. Du ergötzt dich an andere, ja? Und das war mein Fehler, dass ich das immer erlaubt habe, die ganzen Jahre. Und jetzt versuchst du, willst keine Einigung. Warum? Weil das Gesetz sagt, weil ich ja so denken darf, dass ich, vielleicht kann er mir was antun. Und wir haben leider einen Vorsitzenden, bei allem Respekt, der nicht so in der Materie ist. Und du benutzt deinen Vorteil, weil ich Arafat Abou-Chaka bin und du der Versicherungsbetrüger oder Betrüger bist. Ich war immer ehrlich zu dir. Da kannst du den Podcast hoch und runter machen. Dass du da hier sagt Arafat, dass er ein Versicherungsbetrüger ist. Ich bin gespannt, ob die Anwälte von Bushido Arafat eine Abmahnung schicken. Die Frau oder Herr, ich weiß nicht, wie die Betzenberger oder was, ne? Bin mal gespannt, ob da eine Abmahnung kommt. Ja, ich habe ja auch eine Abmahnung bekommen, weil ich das ja so behauptet habe. Ja? Bin mal gespannt. Dann behauptest, wir hätten dich um 180.000 Euro erleichtert. Du hast mir den Typen geholt. Ich kannte ihn nicht. Dann tust du so, ob du ihn nicht kennst. Dann bezahle ich dir deine Kosten, wo dein Konto gefändet wurde. Ich habe Geld abgeholt. Wallah, wallah. Ich bin mit ihm, mein Bruder Rommel, zur Volksbank, Budapester Straße gegangen, habe 150.000 Euro abgeholt, weil sein Konto gesperrt war. Ich habe alle seine Kosten bezahlt. Ich habe jegliche Überweisung und sind im gleichen Atemzug mit ihm, mit Bushido selber. Jetzt hört euch das an. Zu seiner Bank gegangen. Das war in der Bundesallee, in der Sparkasse. Da kam sein Banker, hat das Geld entgegengenommen und hat es einbezahlt. 142.000, 8.000 hat er für sich behalten, weil er kein Geld hatte, okay? Weil das Finanzamt von ihm 1,1 Millionen Euro verlangt hat. Da erzählst du vor Gericht, das stimmt nicht. Krass. Wallah, krass. Das ist krass. Nur, aber großkotz, ich bin Millionär, ich bin dies, ich bin das. Du planst alles. Sobald du was kaufst, betrügst du im Hintergrund. Du sagst hier, ich habe keine Verluste. Ich kaufe das für 100.000. Da hol ich es mir wieder. Du betrügst. Und wenn du dann sagst, ich hätte keine Freunde, nenn mir einen von der Vergangenheit, wer noch mit dir abhängt. Nenn mir einen, mit dem du noch gut bist. Ein. Niemand. Keiner. Niemand ist noch gut mit Busneitsch. Ballon Berisha sagt, es ist hier dann, warum hat sich Werner Frankfurt nie entschuldigt für seine Falschaussagen? Ja, was soll ich dir sagen, Bruder? Was soll ich dir sagen? Sich jetzt gerade machen dafür ist natürlich, dann steht er als Lügner da öffentlich, ne? Ganz dreckig gewesen von Werner Altersheim. So, gucken wir weiter.
Ich bin mit alle gut. Nimm du mir ein. Und jetzt betrügst du mich wegen Rudersdorf? Ich heule nicht. Ich will nur zeigen, was für ein Betrüger du bist. Nicht mehr und nicht weniger. Willst du mich wirklich, willst du mir von knapp 15 Millionen Euro nehmen? 5 Millionen gehen sowieso von an die Bank. Willst du mir 125.000 Euro geben? Realitschauber. Das war Rüdersdorf. Und mein Bruder hast du mit eingeritten. Mein Bruder Rommel, der für dich alles getan hat. Du hättest nicht mal einen Führerschein ohne meinen Bruder Rommel. Mach's Klick, Bushido. Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Weil mein Bruder Rommel so böse war. Bushido konnte kein Auto fahren. Er hat sich nicht in die Prüfung getraut. Also was hat mein Bruder Rommel gemacht? Er kam zu meinem Bruder Rommel und sagte, du siehst mir doch, wir sehen uns doch ziemlich ähnlich aus. Also ja, was ist los? Meinst du, kannst du in die Prüfung für mich gehen? Mein Bruder Rommel hat dir deinen Führerschein. Nee, ehrlich? Krass. Ey, Rommel hat einfach den Führerschein für Busneitsch gemacht. Ey, Busneitsch, gib Führerschein ab. Bruder Rommel, da kannst du mal sehen, wie wir dich wahrgenommen haben, was du für uns warst. Du konntest kein Auto fahren. Mein Bruder Rommel ist in die Prüfung für dich gegangen. Dann saß mein Bruder da. Und ich muss auch ehrlich sagen, ihr wisst ja, ich kenne Arafat auch jetzt über 10 Jahre. Und es gab ja mal eine Zeit, wo ich auch mit Bushido sehr cool war eigentlich, wenn wir uns immer gesehen haben oder dass die unsere Lager immer sehr cool waren, sehr, sehr, sehr viel Sympathie füreinander hatten, dass wir den auch immer supportet haben. Und immer wenn ich mit Arafat, ich hatte natürlich mit Arafat viel mehr und viel besseren Kontakt als mit Bushido, wir waren zwar cool, aber den richtigen Kontakt hatte ich halt mit Arafat immer. Ne, wisst ihr aber auch selber. Und ich sage euch eine Sache, der Arafat, der hat in den Jahren früher schon nie herablassend über Bushido geredet. Der hat immer gesagt, ja, mein Bruder Bushido und ich, oder ja, Bushido, ja, ist krass, wir machen viel, wir sind unterwegs. Also er hat noch nie gesagt, ach der Hund, ich nehme von denen Geld oder ich mach so. Nie. Hat er nie gemacht. Der hat noch nie herablassend über den gesprochen. Nie. Der hat immer sehr respektvoll geredet und sehr korrekt über den geredet, als sie noch befreundet waren. Zu der Zeit war ich ja auch mit Bushido cool, also es gab sowieso jetzt nichts zum Schlechtreden oder so. Aber er hat nie so, ihr wisst ja, wie das ist, wie den Kanaken mal so groß reden wollen. Ach, dieser Hund, ich mache so mit denen. Also, so typisch Essener, ja. Ich hab den gefickt und diese Filme. Hat er nie gemacht. Hat er nie gemacht. Und über die Mutter von Bushido hat er auch nie, im Gegenteil. Wenn Leute über seine Mutter geredet haben, auch jetzt, wo er mit dem im Streit ist, sagt, er macht das nicht. Sogar zu mir hat Arafat gesagt, ey, beleidige seine Mutter nicht. Die Mutter kann nichts dafür, das ist eine gute Frau. Weil Arafat die Mutter von ihm sehr, sehr gemocht hat. Wisst ihr, was ich meine? Ich will jetzt Arafat nicht zum Himmel loben. Oder sagen, der ist voller Engel. Aber so war er. So ist er. Er hat auch seine scheiß Ecken wahrscheinlich. Klar. Aber er hat auch gute Ecken. Ist so. Jeder von uns hat so. Ist halt so. Man ruft ihn, Herr Faschischi. Mein Bruder Rommel, okay. Sag rechts, Herr Faschischi. Ach so. Weil mein Bruder Rommel heißt ja nicht Faschischi. Er ist Abu Chaka. Er hat es fast nicht gerafft. Ist reingegangen, ja, kam raus und hat dir deinen Führerschein gegeben. Den hast du gar nicht gemacht. Und wir sind so schlimm. Egal mit wem du dich geschritten hast. Egal mit wem. Wie mein Bruder erst ja schon sagte, wir standen vor dir. Narrenfreiheit. 100%. War vielleicht auch falsch von uns. Wir haben vielleicht ein bisschen übertrieben. Unsere Rolle für zu ernst genommen, weil wir dachten, wir Gangster. Deine ganzen Immobilien. Aber hat er recht. Die waren immer vor Bushido. Immer, egal was war, die haben nichts an Bushido rankommen lassen. Und diesen Film haben die gefahren und haben Millionen gemacht. Und normal kamen jetzt ganz viele Leute und machen diesen Film. Bushido hat es doch selber gerappt. Jeder hat jetzt ein Möchtegern Arafat dabei. Viele haben das dieses Ding dann öffentlich auch nachgemacht. Ja. So. Und Digga, es war 1:1 so. Ist mir zu verdammt. Egal was. Und da braucht niemand sagen, ja, ohne Bushido. Nein. Ohne Bushido, ohne mich wäre. Bisschen übertrieben, ganze Szene unterdrückt. Ja, Arafat hat ihn nicht unterdrückt. Bushido hat die Szene unterdrückt. Und wenn mal Gegenwind kam, dann hat Bushido den Arafat geschickt. Klär das mal. Die haben so und so gemacht. Der Bushido hat denen ja auch nie die richtige Wahrheit gesagt, wer was angefangen hat, wer nicht. Der Arafat war ja früher auch nicht so ein Typ, der voll im Internet zu tun hatte, dies, das wusste. Als der Streit mit uns angefangen hat, mit Bushido, als Bushido ja angefangen hat, uns zu beleidigen ohne Grund, wo ich noch im Gefängnis saß und ich dann mit Arafat mich dann auch später gestritten habe, wusste Arafat auch nicht, dass der Bushido Roos angefangen hat zu dissen. Das wusste der gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Er kriegt ja auch nicht alles mit, was der da fabriziert hat. Bushido auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Weil Alhamdulillah, mir ging es vorher gut. Ich bin gute Autos gefahren, alles. Ich hatte keine Probleme. Aber diese Legacy und diesen Ruf und diesen Geschäftssinn, der kam nicht von dir. Und da kannst du auch sagen, ja, aber jetzt will ich dir heilen. Normal. Sei dir gegönnt sogar. Aber du bist ein Betrüger. Und jetzt versuchst du mich schon wieder zu betrügen. Rüdersdorf, wie du es auch in Klein-Machno
versucht hast. Aber das Thema ist ein anderes Thema. Ich sag euch, warum ich jetzt Rüdersdorf erzähle, weil Rüdersdorf ist kurz, weil viele sagen so, ja, aber du hast doch gewonnen und ich bin nur, ach so, ich bin eine lästige Ex. Ja, wenn ich eine lästige Ex bin, jetzt ernsthaft, du bist die lästige Ex. Ohne Arafat Abu Chaker hätte dich niemand für voll genommen. Absolut niemand. Immer noch. Okay, jetzt mag sein. Bushido und Anna-Maria im Bett. Da möchte ich auch nichts damit zu tun haben. Alhamdulillah, deswegen habe ich dir auch gesagt, an den Tag, ab dem Ding, wo ich das gesehen habe, Salam alaikum, ich bin raus. Du bist die lästige Ex. Weil wenn du hast, guck mal, weißt du, was krass ist? Du hast schon Haus hoch verloren. Dann sagst du mir, ich soll glücklich sein, dass ich einen Freispruch soll, ein ruhiges Leben. Ich bin einverstanden, ein ruhiges Leben zu haben. Aber warum bin ich denn immer noch vor 3 Zivilprozesse mit dir? Vor einem Strafprozess mit dir? Die Steuerfahndung noch kommt dazu? Na, wenn du willst, dass ich ein ruhiges Leben habe, ich würde ja gerne ein ruhiges Leben haben, aber dann lass du mich doch. Und wie gesagt. Und das Krasse ist, Busnitch lebt in Dubai. Der macht diesen Tantana und lebt nicht mal hier. Steuerflüchtig. Der benutzt die deutschen Behörden. Der benutzt die deutschen Behörden, um Arafat fertig zu machen. Lebt nicht mal hier. Kommt hier, macht seine Tour, fickt alle Leute, verarscht die alle Leute. Und haut ab. Und dann, und solche Leute wie Arafat, und du musst dann jeden Tag zum Gericht laufen, so machen. Und Bushido ist ja meist zum Gericht auch nicht erschienen. War schön in Dubai, war schön dort, war schön. Ganz ekelhaft. Und am Ende hat er jämmerlich verloren. Ja, und die RTL-Leser und diese ganzen Leute, die dann in der Bubble sind, ja. Ach, der böse Arafat, weil die auch immer so diese Tatsachen verdrehen. Die nehmen so ein Bild von Arafat, posten das, ja, mildes Urteil für Arafat. Kein mildes Urteil. Arafat hat Freispruch bekommen. Ja. Und dann tun die so, als ob die Steuerzahler. Was für ein mildes Urteil, Alter? Bei Freispruch. Dann tun die so, als ob die Steuergelder wegen Arafat entstanden sind und nicht wegen Bushido. Das ist so heftig. Wenn es jemand glaubt, lass uns die Akten aufmachen. Erlaub es. Und du hast auch gesagt, du wirst rechtlich gegen das Buch vorgehen. Also bis jetzt habe ich noch keine Post bekommen. Auch der Buchverleger hat noch nichts bekommen. Weil ich warte darauf, dass was kommt. Aber es kommt nichts. Wann kommt denn was? Oder nur für deine... Seht ihr, das ist das Ding. Wo kommt denn was? Mir hat der Dreck was geschickt. Aber ich berufe mich ja auch auf das Buch. Ich berufe mich ja auch als Quelle auf das Buch. Das ist die Quelle. Ne? Amen, Koi. Märchenerzählerei hier im Internet. Ich werde rechtlich dagegen vorgehen. Geh rechtlich dagegen vor. Ich warte darauf. Und glaub mir, ich zügel schon meine Worte, was ich sage. Weil... Man darf nicht alles verraten. Wie gesagt, Rüdersdorf findet statt Ende Mai wieder. Wie letzte Mal, wie du reinkamst mit deinen 2 Bodyguards. er wusste, dass Presse kommt. Dann hat er so seine Tourdaten. Hat er noch nie in sein Leben angezogen. Noch nie. Es war erstmal umgedreht, die Tourdaten. Man konnte sie nicht sehen. Hat er so für die Fotos, dass man das sieht. Werbung. Immer Werbung mitnehmen. Ich sag dir auch ehrlich, ich finde es auch eigentlich erbärmlich und schade, dass es überhaupt so endet. Wie gesagt, es liegt nicht an mir. Aber ganz ehrlich, ich will auch gar nicht mehr irgendwas mit dir klären. Kein Interesse. Die Gerichte laufen. Weil du sie laufen lässt, kein Problem. Ich werde mich immer wehren, egal ob ich verliere oder gewinne. Weil wenn ich verliere, hat das nichts mit, weil ich nicht ehrlich bin, weil es mit meiner Person zu tun hat, ja, die du schlecht gemacht hast. Über Jahre lang. Wieso du die Pest in ihren Köpfen reingehauen hast. Wie dein Erscheinen vor Gericht immer mit der SEK-Schiene. Und dann, wenn Gericht oder Zivilprozess ist, so, ist er voll, er will so zuvorkommend sein. Wenn jemand eine Akte, steht er auf, legt in seinen Stuhl, dass er vor Gericht so, vor dem Richter so, oh, ist er ein ganz lieber. Bis ja, er hat den Über-Allmann gemacht. So, jetzt nichts gegen Allmanns. Aber ihr wisst, was ich meine. So auf Über-Bürokrat. Hallo, ja. Ja, klar, ja, alles gut. Bei Ihnen, ja, ja, super. Hier, ja, hier, bitteschön. Ja. Brauchen Sie ein Taschentuch? Ja, hier, bitteschön. Ein richtiger Bastardo. Du scheinlich. Möge Allah dir ein langes Leben. Ein sehr, sehr langes. Ein viel längeres Leben als ich. Möge Allah dir ein richtig langes Leben. Alles scheinheilig. Aber wo das Urteil wegen der Musik kam. Ja, hat sich herausgestellt. Ich hatte recht. Der Vertrag war sittenwidrig. Aber es ist ein anderes Thema. Das Thema wird richtig interessant. Und die Generalvollmacht wird auch richtig interessant. Die Türkei-Sache wird noch interessanter. Steuerschulden, ja. Jetzt wisst ihr, warum ich Steuerschulden habe. Ihr wisst auch, wie lange Steuerschulden in Anführungszeichen. Ich bin dagegen vorgegangen. Es gibt noch ein Gericht, was kommt. Und dann wird entschieden. Und Don Johnson war arme. Ich habe mich anders entschieden. Ich werde in der Öffentlichkeit nichts gegen dich sagen. Weil du bist irrelevant und ich würde dir nur Plattform geben. Also die Steuern, Bushido, die du mir sagst, habe ich dir und Ganji zu verdanken. Niemand anders. Aber Ganji wird ein blaues Wunder erleben. Nicht verbal. Alles offiziell. Ich werde ihn nicht sehen. Du wirst ein blaues Wunder erleben. Und da kannst du auch jetzt wieder zur Polizei rennen und anrufen. Arafat hat mir gedroht. Habe ich auch in der Akte gesehen. Neu. Da hat die Polizei gesagt, nein, er hat dir nicht gedroht mit Schläge. Er hat dir gedroht, dass er gegen dich auspackt. Offiziell sage ich es nochmal, okay? Und Bushido, ich bin mir sicher, dass die Steuerfahndung nochmal zu dir kommt. Und ich bin mir sicher, dass du ungefähr, wenn es fair abläuft, ganz fair, so 20 Verfahren am Hals kriegst. Deine Frau auch. Du musst dir vorstellen, die Steuerschulden und so. Irgendwann wurde ein Steuerbescheid erlassen, weil sie dann gesagt haben, nee, wir glauben den Aussagen von Bushido. Und ich bin dagegen vorgegangen. Und jetzt findet irgendwann mal in Cottbus ein Gericht. Sie durften leider schon vollstrecken. Ich weiß auch nicht. Salomon schreibt es richtig. Ganji, Ex-Label-Chef von Sinan. Ja, Ganji ist mein Ex-Label-Chef. Das habe ich euch ja schon mal erzählt.
Ganji hat mich damals unter Vertrag gehabt bei Major Moves. Ich habe 2 Alben, glaube ich, über ihn rausgebracht. Und in der Zeit war ich ja auch mit Bushido und so cool in dieser Zeit. Das meinte ich ja. Man hatte gemeinsame Freunde, Geschäftspartner. Ganji hat Bushidos Touren gemacht. Und Ganji war mein Labelchef zu der Zeit. Ganji hat mich auf die Bushido-Tour hier und da immer eingeladen und hat auch zwischendurch immer mir mein Geld gegeben. Ich habe ja 2 Alben rausgebracht. Und ja, da waren viele Schnittpunkte, sag ich mal einfach. Ja. Was das für ein Gesetz ist. Und wenn ich dann Recht bekomme, kriege ich das alles wieder. Und das, wie gesagt, nur wegen Bushido, wegen niemand anders. Kontroverses Interview mit Klaas Meyerheuer. Klaas Meyerheuer hat mich, wo das Buch rauskam, hat mich angeschrieben und angerufen. Nur zur Information. Ich habe ihn mal gefragt, von wo er meine Nummer hat. Hat er gesagt, von der Polizei, von den Akten. Und ja, er fragt mich des Öfteren, ob ich mit ihm ein Interview mache. Der Betrüger ist 100% guckt zu. Und er tut immer so, hast du das? Na, weiß ich nicht. Der ist der größte Stalker überhaupt. Bei Allah, ganz offiziell. Ja. Er war schon immer Fan. Aber ihr werdet das mit der Zeit. Ja, das stimmt. Bushido ist immer schon einer gewesen, der alles guckt. Das kann ich 100% bezeugen. Zum Beispiel, ihr kennt ja noch die Geschichte, wo ich mit Echo und mit Bushido und Anna und wer war noch dabei? Mein Ex-Manager. Da waren wir alle in Berlin, haben wir zusammen gegessen. Da hat Bushido so ein Restaurant klar gemacht, wo wir alle mal zusammen essen waren. Da war Anna, glaube ich, mit dem ersten Kind schwanger. Da haben wir auch alles, haben wir uns am Tisch gesessen und so. Und das war das, ich weiß nicht, ob das das längere, nach längerem Pause oder nach längerem Streit zwischen Echo und Bushido, dass sie sich da wieder vertragen haben. Ob die sich da wieder, habe ich nicht mehr so im Kopf. Aber die haben sich auf jeden Fall längere Zeit nicht gesehen. So. Ob da jetzt noch Streit war, weiß ich jetzt, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Muss ich nochmal, ne? Aber wie gesagt, dann waren wir essen und so. Und damals natürlich Bushido, ich frisch vom Knast raus, so nichts zu tun. Knackig gewesen, meine ersten Gehversuche im Rap versucht, Echo hat mich aufgenommen, Echo hat mich supported, Echo hat mich mitgenommen und plötzlich sagt Bushido zu mir, ja, hast du Knast-Interview gemacht, wa? Ich so, oh, hast du gesehen? Also ja, Mann, sehr geil, bleib dran, ich feiere ich, was du machst. Da hat Bushido mir so Props gegeben, meinte, bleib dran, es ist sehr geil, was ihr macht, dies, das, diese Knast-Interview. So gab es so noch nicht in Deutschland, so dass der erste, so dass der erste so ein richtiges Knast-Interview gemacht hat. Da habe ich ihm das erzählt, wie das dazu gekommen ist, haben wir ein bisschen gelacht. Und da hat der Bushido auch gesagt, ja, ich verfolge, ich gucke. Und bis zu dem Zeitpunkt hätte ich ja niemals gedacht, dass er guckt, was ich mache. Ich war ja bis dato noch nicht so bekannt. Ja, also nicht überregional bekannt. Ja. Und ja. Daher wusste ich schon immer, okay, der guckt wirklich sich alles an. Der weiß alles, der guckt alles und so weiter und so fort. Ja, wann kommen die ersten Gäste? Ich habe mir gesagt, ich erzähle ein bisschen über die Themen und ich mache es anders, weil ich habe Gäste, die kommen, aber das hat nichts damit zu tun. Das ist nicht heiß, ja, du holst ja den und den und ist normal auf deiner Seite. Ich biete hier jeden offiziell an, also nicht jeden, so ein, ich biete die Hater an. Ich mag keine Leute, die auf meiner Seite sind, so Hater. Wirklich, die sagen, nee, das bezweifle ich. Und über die Themen, die ich geredet habe, lade ich ihn neben mir ein und er kann mich über die Themen alles ausfahren. Und also das ist ja mal wirklich heftig. Also ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch bis jetzt auch ein sehr geiles Format, was der Arafat macht. Der erzählt aus dem Nähkästchen. Natürlich bei vielen Sachen waren wir halt selber nicht dabei, aber es ist halt sehr interessant zu hören. Mit vieles könnte ich bestätigen, wenn ich das weiß. Zum Beispiel diese Konzertsache war ich auch da. Da habe ich auch Kapi gesehen und vieles überschneidet sich. Das ist schon krass, weil ich bin ja auch so irgendwo so ein bisschen Zeitzeuge bei vielen Sachen. Und ich glaube, das macht was mit dir, ne? Wenn ich da was dazu sagen kann. Ne, wenn und aber. Wenn es da lukrative Leute, die gut intellektuell stark sind und, wie soll ich sagen, von Relevanz und dass die Leute draußen, okay, wenn der das macht, glaube ich das, dann lade ich ihn ein. Kann er mir gerne auf Instagram schreiben oder bei Sprich Klartext. Da ist auch eine Instagram. Ich glaube, was er meint mit Intelligenz und so, ich glaube, er hat versucht zu sagen, Leute, die ein gewisses Verständnis haben. Du kannst ja nicht mit jedem über irgendwas reden. Ja? Du brauchst einen Typen, der so auch wirklich ein bisschen neutral ist, der unvoreingenommen ist und der auch wirklich ein bisschen Verständnis mitbringt und das fühlen kann, was jemand sagt. Und ob auch zu, so, das, der muss sich auch ein bisschen auskennen mit unseren Leuten. Ne? Ist halt immer schwierig. Aber
dann gibt bestimmt schon den einen oder anderen, der da vielleicht kritisch reden kann, aber auch verständnisvoll ist und vielleicht das ein oder andere auch verstehen würde, wenn er dann mit Arafat reden kann. Seite, folgt bitte die Seite. Ja, und dann stelle ich mich. Ich stelle mich und hole mir nicht irgendeinen wie Bushido, die alle seine Arschlecker sind und ja, stimmt schon und null Erfragung Hintergrund. Weißt du, wenn du mich schon mit Marvin California über das Buch redest, warum fragt dich nicht einmal Marvin California, stimmt das mit den Armband? Hat deine Schwiegermutter betrogen mit deiner Frau? Das würde ich fragen. Das ist das, was ich ja in der Unterlassungsklage bekommen habe, dass ich das nicht erwähnen darf. Und die versuchen auf gut Glück, dass ich das unterschreibe. Das unterschreibe ich aber nicht. Ja, ich beziehe mich auf das Buch von Arafat. Das ist die Quelle. Die sollen jedoch meine Unterlassungsklage zu Arafat schicken oder zu dem Buchverlag. Und dann gibt es auch die nötigen Beweise. Sikerem Armen Koi an der Stelle. Anna McCoy. Verstehst du? Dann würde ich sagen, ey, der ist wow, geil. Egal, der ist mit Bushido, aber der fragt. Stimmt das mit dem Baby Luxury? Stimmt das mit denen? Stimmt das? Nix fragst du. Deswegen nehme ich dich voll. Und ich möchte Leute haben, die mich das fragen. Wirklich alles, was ich gesagt habe, die sollen mich fragen. Sag mal, aber du hast das und das gesagt. Oder weißt du was? Damals hast du das und das gesagt. Und ich spreche dich da an. Komplett auch gegen alles. Verstehst du? Aber nicht so eine... Ich hole keine Arschlecker, die keine Fragen stellen. Ganz ehrlich, ein Appell an RTL auch. Wie könnt ihr einen Betrüger so pushen? Wie könnt ihr das? Ich verstehe das nicht. Wie könnt ihr so einem... Weil ihr genauso eine Betrüger seid. Betrüger zu Betrüger passen zusammen. Wirklich. Wie könnt ihr sowas... Also... Verstehe ich nicht. Bushido hat eine Schwester, ja. Liebe Grüße an die Schwester. Ist wirklich eine Liebe. Busnaitch hat eine Sis? Hör auf zu denken. Lass es sein. Hör auf, Dias. Hör auf. Ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du sagen willst. Lass es. Ich könnte euch sagen, was er denkt. Aber dann bin ich wieder der Buhmann. Ja? Buhearns. Deswegen sage ich es lieber nicht. Aber die mit ihrem Bruder nichts zu tun hat. Lügen haben kein Fundament. Alhamdulillah. Du hast recht, wir reden von RTL. Der hat sie von vorn bis unten beschimpft und jetzt sind sie gut. Aber normal, Heuchler gehören zu Heuchler. Würdest du ihn ballern, wenn er keinen Polizeischutz hätte? Nein, niemals. Ich würde nie in meinem Leben was antun. Sogar schon wegen seinem Vater und seiner Mutter. Oder wegen seinem Bruder schon. Wer ist das aufnehmen? Schweiz, Schwangerschaftsabtreibung. Was du sagen? Ja, ich habe mal mit der Alten damals gequatscht. Aber Bullshit. Die Alte ist eine Fremdgeld gewesen. Guck mal, man darf auch nicht lügen, sage ich dir ganz ehrlich. Wegen der Schwangerschaftsabtreibung ist alles Bullshit. Dem Fetus wurde entfernt, die wollte einfach nur Fremdgeld und wollte keine Ahnung sein. Stimmt, dass er sich jeden Morgen googelt? Ja, das stimmt, das hat er vor Gericht gesagt. Aber ey, wir wollen doch darüber reden. Also bleib beim Thema, ich bin selber. Hoffentlich kommt die Gerechtigkeit. Wallahi, die Gerechtigkeit kommt. Wieso war Yasser Gefängnis wegen ihm? Ach so, ich habe ja letztens gesagt, weil viele mir geschrieben haben, wenn ich wüsste, dass er Drogen nimmt, würde ich mich von ihnen distanzieren, will ihm nichts mit ihnen zu tun haben. Ihr könnt doch, ich bitte euch, wenn mein Bruder mal Drogen genommen hat, er ist mein Bruder, mein Fleisch und Blut. Dann versuche ich ihn, ich gehe mit ihm durch dick und dünn, egal was er macht, und versuche ihn zu helfen und davon wegzubringen. Aber nochmal, ich wusste nicht, dass K1 Drogen genommen hat. Das wusste ich nicht. Das habe ich erst gewusst, wo er abgehauen ist. Und da ticke ich ein bisschen anders, weil er weiß ganz genau, wegen meinem Bruder ticke ich da ein bisschen anders. Und ich würde mich nie von meinem Bruder distanzieren. Ich würde ihm helfen. Ich würde ihm sogar meine zweite Niere geben. Ja, so ist das auch richtig. Wer für seine Familie, für seinen Bruder oder für seine Schwester nicht alles tut, hat nichts mit der Familie zu tun. Ich würde ihm sogar meine Leber geben. Nur zur Information. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei Rüdersdorf gewinnt? Naja, es hat mit Gewinn, entweder man muss sich vorstellen, es kam ein Gutachter und er hat gesagt, hör mal zu der Zeit am 14.09.2018 war das Gebäude, sagen wir mal, 7 Millionen wert. Aber ein Gutachter bewertet anders als auf dem freien Markt. Ich könnte das Gebäude damals schon für 10 oder 12 Millionen verkaufen. Wert ist es jetzt zwischen 12 und 15 Millionen. Also. Das ist so geil. So ein Arafat, so ein Kanake von Berlin. So. 12 Millionen, 15 Millionen. Ja, nee, guck mal, was der redet. Ja, nee, was hat der Mann erreicht? Ich küsse dein Herz. Ich gehe live wie ein Maniac, damit ich Essen kaufen kann. Der redet immer so Millionenbeträge, Grundstücke, dies und das. Und dann kommen Leute, wollen so über, ich weiß nicht, so reden, ja, ne. Das ist so heftig, Digga. 15 Millionen, 10 Millionen, 8 Millionen. Und der hängt hier auf der Couch. Guck mal, was für ein Leben. Ich küsse dein Herz. Penner, ne? Verla. Wir sind die letzten Penner und die reden über Millionenbeträge. Und sitzen hier, ja, wenn ihr.
rechnen Sie so, 7 Millionen, 5 Millionen Schulden, bleiben 2 Millionen. Du kriegst eine, ich krieg eine. Das ist, wenn ein Gutachter kommt. Das ist wie Kleinmachnow. Kleinmachnow wurde gewertet mit 14,9 Millionen, weil es ein Gutachter gewertet hat. Aber auf dem freien Markt kriegst du 25 Millionen. Verstehst du, was ich meine? Das ist der Unterschied. Wenn ein Gutachter kommt, ein gerichtlicher Gutachter, er wertet alles ein bisschen runter. Auf dem freien Markt, Angebot und Nachfrage, hoch. Das ist der Unterschied. Also, das hat Gewinn, das ist wieder ein Betrug in meinen Augen. Okay? Ist ein Betrug. Ein Betrug in dem Sinne, er holt extra einen Gutachter, er wollte mir erstmal 125.000 machen. Das ist wegen der Auseinandersetzungsbilanz, ja, die erlogene Stunken ist, ja. Aber dann kam ein Gutachter, hat gesagt, dann ziehen Sie die Kosten ab, wer was genommen hat, wer was nicht genommen hat, und dann wird es geteilt. Dann sagt er mir auch, das Geld, was ich Ihnen überwiesen habe oder Cash bezahlt habe bei seiner Bank, ja, stimmt nicht. Also wird mir das abgezogen. Habe ich gesagt, ey, das stimmt, ich habe sogar Kontoauszüge gezeigt. Freunde, das Video geht noch ein paar Minuten und dann gehen wir rüber zu Bösemann. Ja, zu bösen Schwanz, der da die Spielchen mit Pettek getrieben hat. Das gucken wir uns das Video nochmal kurz an. Ich habe mit dem Mädchen auch nochmal kurz Absprache gehalten. Da hat die mir nochmal so ein paar Sachen erklärt, dass ich hier nicht das ein oder andere nicht aus durcheinander bringe. Ja? Alles gezeigt. Er ist wirklich, also Respekt. Du bist ein eiserner Lügner. Du weichst nicht mal eine Sekunde aus. Du bist wirklich Profi in meinen Augen. Bei Allah. Obwohl man dir das bewiesen hat und das Gericht auch. Du bist ein eiserner Lügner. Ja, er ist halt ein Profi, weil Bushido ist ja auch ein Narzisst. Der hat ja keine Gefühle. Er empfindet ja nichts. Weder für sich noch für jemand anderes. Dem ist halt alles scheißegal. Ihn interessiert nur sich selbst. Mach's trotzdem weiter. Und Gewinn verlieren ist da nicht so. Eher so, dann werde ich eben das Gutachten von 2018 und was mir dann zusteht, das bekomme ich. Aber in 2018, also am Ende des Tages hat er mich um 3-4 Millionen Euro betrogen. Ja. Aber wieso nicht dann auf freien Markt einigen? Ist für beide mehr Geld, wenn er so gierig ist. Wieso macht er? Du hast es nicht verstanden. Er will mich ja abschminken mit so wenig. Und dann will er es ja auf dem Freimarkt verkaufen für so viel. Also nimmt er mir ja meinen Teil weg. Das habe ich ihm angeboten. Wir haben ja abgemacht nach 10 Jahren, verkaufen wir es auf dem freien Markt. Nach 10 Jahren musst du dir vorstellen, haben wir steuerfreies Geld. Aber er sieht jetzt, die behauptet, ich hätte was mit ihm machen können. Freunde, sorry, der Amar ist wichtig telefonieren. Der ist noch hier, der telefoniert nur kurz, der muss ganz wichtig wegen der Familie irgendwas. Und ja. Und so, das ist Betrug. Für mich ist das Prozessbetrug. Hast du bestimmt schon überlegt, hol dir den Gutachter, ey, du verstehst nicht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Er hat mich zuerst ausgeschlossen. Also muss ich erstmal dagegen kämpfen, dass gelogen ist. Wer wusste nicht von Immobilienkäufe? Bushido? So ein Bullshit, Alter. Ah, okay, aber wie begründet er denn, dass du so einen minimalen Teil bekommst? Bei Rüdersdorf ist das nicht 50-50? Ja, ist doch richtig. Also ich erkläre es nochmal, zum letzten Mal. Diese Immobilie wurde begutachtet. Okay? Gutachten kam 2018. Ein Gutachter, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, wenn ein gerichtlicher Gutachter rausgeht, ist immer weniger. Okay? Wurde begutachtet mit 7 Millionen. 5 Millionen gehören ja nach der Bank, also bleiben ja 2 übrig. So gehört Ihnen eine und mir eine, theoretisch. Aber der mich raus, er will ja sehen, was ich jetzt bekomme. Also fliege ich raus, kriegt die Million, er behält das. Weil er mich ja zuerst, in meiner Augen ist das Prozessbetrug. Er mich zuerst, wer zuerst kommt, mal zuerst. Bei Allah, ich wusste, ich habe ihn noch nie öffentlich hinterm Rücken oder irgendwas bedroht. Weil ich bin ja zivilrechtlich gegen dich vorgegangen, gegen meinen Rechten. Also warum soll ich dir denn drohen? Das eine passt zu dem anderen nicht. Wie sieht es mit den Ex-EGJ-Künstlern aus? Wie ist es denn mit Bankkredit, wenn ihr geplant habt, das Objekt nach der Spekulationsfrist zu verkaufen? Dann hat Ihnen bestimmt eine Zinsbindung oder eine Kreditlaufzeit von 10 Jahren. Kann die Bank jetzt nicht... Der Typ ist gut. Ja, die Bank kann versteigern. Irgendwann hat die Bank gesagt, ihr soll kommen und unterschreiben, um es zu verlängern, den Kredit zu verlängern, weil das Geschäft für sie lukrativ ist. Dann meinte ich, wow, für euch ist das lukrativ. Wo ich damals für Kleinmachnow Hilfe brauchte, habt ihr Nein gesagt, wegen meinem Namen. Wolltet mir kein Konto geben, habt gar nichts, obwohl ich ein Konto habe, von der Steuerbehörde eingezogen hat und seitdem habe ich nie wieder Konto bekommen. Habe ich gesagt, gut, ich möchte die Unterlagen, obwohl ich 50% Eigentümer bin, muss ich kämpfen, um die Unterlagen der Mieter zu bekommen. Und dann überlege ich es mir. Nee, können wir die nicht geben. Ich meine, dann unterschreibe ich das auch nicht. Dann hat die Bank gesagt, ja, wir wollen unser Geld haben. Ich meine, dann versteigert doch. Zwangsversteigerung, steht euch doch zu. Die Bank, die Volksbank, jeder, der bei der Volksbank ist, ich schwöre euch, verschwindet da, das sind Verbrecher. Was macht die Volksbank? Macht ein Kuschelmuschel mit Bushido hintenrum, verklagt mich nur alleine, ihn aber nicht. Dann habe ich einen Trick gemacht. Habe gesagt, weißt du was? Ihr wollt doch eure 5 Millionen haben. Ja, okay. Ich gebe euch die 5 Millionen und gebt mir die alle Rechte. Dann mache ich die Zwangsversteigerung. Damit mein Anwalt, aber hast du die 5 Millionen? Ich so, nein, biete es denen mal an, du wirst sehen. Die werden nichts machen. Die werden sagen, nein. Das glaube ich nicht, sagt mein Anwalt. Dann mach's. Ihr sagt getan, auch einmal sagen sie nein. Versteht ihr? Sie sagen nein. Ihr wollt doch euer Geld haben. Dann hat mein Anwalt gesagt, aber was ist euer Problem? Warum macht ihr keine Zwangsversteigerung? Das Ding ist doch viel, viel mehr wert. Nein. Wir warten, bis Bushido alleiniger Eigentümer ist. Dann machen sie wieder mit den Kuschelmuscheln. Aber weißt du was? Alles Material. Was Allah geschrieben hat, wird passieren. So oder so. Die Mieteinnahmen seit 2018, die bekommt er. Das ist Gerechtigkeit in Deutschland. Nochmal, ich fasse zusammen. Ich habe das Business ans Land gezogen. Ich habe das Geschäft über die Bühne gezogen. Ich habe ihn mit reingenommen, weil ich ihn wie ein Bruder und ein Freund. Und das Krasse ist, er hat ja für all diese Sachen ja auch die Unterlagen.
Unterschriften, Unterlagen, Aussagen, das hat er ja alles, das ist ja das Heftige. Wenn es nicht so ist, können die ja eine Unterlassungsklage schicken und so weiter und so fort. Machen die ja nicht. Und hab nach vorne geschaut, nicht immer auf das Musik und etc. pp. 8 Jahre später kommt ein Streit, obwohl wir abgemacht haben, ja. O-Ton, lass Rüders doch beiseite, nach 10 Jahren verkaufen wir. Alles klar, reden wir nicht drüber. Hat einen Weg gefunden und gesucht, was vorne und hinten nicht stimmt. Das seht ihr, und das ist der Knackpunkt. Nach 8 Jahren hat er diesen Film gemacht, weil die ja nach 10 Jahren verkaufen wollten. Also sagt 2 Jahre, bevor das Ding verkauft werden sollte und die richtig Geld machen, wollte man Arafat auch rausdrängen. Prozessbetrug, ja. Und jetzt kämpfe ich seit 2018 bis jetzt parallel zum Strafprozess im Zivilprozess gegen ihn. Ob das oder Musik oder egal was. In der Musik. Kleinmachnung und Rüdersdorf. Und Strafprozess. Okay? Und im Strafprozess hat der Vorsitzende Richter selber die Aussage getroffen, er hat das alles gemacht, um Vorteile für die Zivilprozesse. Alhamdulillah, Allah sieht alles. Aber dann frage ich mich, was machen denn die Richter? Die Richter bei den Zivilprozessen, wenn ein Landgericht ihn deswegen sagt, ey, da stimmt was nicht. Aber da spielen andere Kräfte im Hintergrund, ja, wie ein Herr Füllgraf, der das Finanzamt animiert, mich anzuzeigen, obwohl er nichts damit zu tun hat. Nur, dass er wieder ein Verfahren hat gegen mich. Er verfolgt mich seit, jetzt halt euch fest, er verfolgt mich seit 2004. Okay. Ich weiß nicht warum. Krass. Seit 2004 verfolgt er mich. Hat Verfahren für Verfahren gegen mich eröffnet. Er öffnet absichtlich Verfahren, immer nur, dass er gegen mich hetzt. Hasbi Allah, ne Maloki. Bushido ist immer durch, wie ein Kaube durch die Stadt geritten. Wallahi, nein. Er wie ein Bürgermeister. Ach so, ja, mein Buch. Leider Gottes, jetzt ein paar Läden nehmen das auf, aber die haben mich wirklich vorher boykottiert. Das wollte ich vorher sagen. Die haben natürlich immer Angst vor der Presse, um zu sagen, ja, wie könnt ihr dann einen Clan-Chef, wie könnt ihr einen Verbrecher pushen? Der einzige Verbrecher, den ihr pusht, ist ja Bushido. Der einzige Betrüger, den ihr pusht, ist Bushido. Wenn ihr das Buch bestellen wollt, jetzt ein paar Läden gibt es. Wenn nicht, habt den Link. Wenn ihr es bestellen wollt, bestellt. Wenn nicht, auch nicht. Und krass. Also ich sag euch ehrlich, das Buch kann man sich auf jeden Fall bestellen. Ich habe das Buch auch. Und das Buch ist schon sehr interessant, sind sehr viele Bilder auch drin. Es ist sehr, also es ist ein geiles Buch. Jeder, der so ein bisschen Bock hat, zu Hintergrundwissen und die Sicht von Ari mal zu sehen und alles, ne, passend auch zu den Storys, die er erzählt, ist schon sehr geil. Also kann man sich gönnen, das Buch. Der Bushido übrigens, ich habe mehr als 50 Bücher gekauft. Das ist nicht meine Seite, die Seite heißt nur so, aber das ist nicht meine Seite. Und ganz ehrlich, wenn ihr cool seid, einfach um die Leute zu zeigen, dass egal wer wen boykottiert, wir trotzdem stark genug sind und die Bücher nur durch einen Link bestellen können, bestellt. Wenn ihr unbedingt ein Autogramm haben wollt drauf oder eine Widmung, kriegt ihr gerne. Wie war das Gefühl, als du im Gericht mit dem Haftbefehl? Es ist ja noch nicht die Zeit. Wie geht's dir, glaube ich, erstmal? Alhamdulillah. Mir geht's gut, Alhamdulillah, wallah. Ich habe auch durch die Zeit sehr, sehr, sehr erfahren. Das sind alles nur materielle Sachen. Okay? Wie gesagt, wenn einer mir sagt, ich habe einen Freispruch bekommen, ich soll doch mein Leben chillen. Wie gesagt, ich würde es machen. Aber du machst ja immer noch mit deinem Anwalt etliche Aussagen, die vor Gericht. Im Zivilprozess ist es so, der Anwalt schreibt dann immer beim Richter, dann schreiben wir und da steht wieder die ganze Scheiße drin. Er hört nicht damit auf. Du wirst nie damit aufhören. Wenn du nicht richtig tief auf die Fresse fällst, wirst du nicht aufhören. Aber ich bei Allah geht nichts verloren. Ich prophezeie dir das. Du wirst ganz, ganz tief sinken. Ich habe das so bestellt, wie kann ich es von dir signieren lassen? Meine Nummer ist 187. Schreib mir einfach oder schick mir das ins Büro und ich widme das. Oder ihr kommt, Papa Ari, wenn ihr Zeit habt und Lust habt. Kein Problem. Ich habe auch mal überlegt, irgendwo in 6, 7 Städten mal irgendwo in Buchläden zu gehen, die das Buch sich trauen zu kaufen. Dann würde ich auch dahin kommen und wenn ihr das dann haben wollt, würde ich das auch widmen. Sehr korrekt von Ari. Aber wie gesagt, Ari ist auch sehr oft im Papa Ari im Laden. Da kann man auch immer vorbeigehen. Ne? Gab es einmal ernsthaft einen Streit zwischen dir und ihm, an dem aber du schuld warst und auf jeden Fall sogar entschuldigen musstest? Ja. Das gab es wirklich. Und da habe ich mich auch entschuldigt. Das war vollkommen meine Schuld. Wir haben Fußball gespielt und er hat gegen mich gespielt. Also wir waren Gegner sozusagen. Und immer wenn er ein Gewinn war, war er voll eklig. Aber sein gutes Recht. Der hat mich so krass provoziert, aber hätte ich andersrum genauso getan, dann habe ich den Ball genommen, habe voll gegen geschossen, gegen seinen Rücken. Und dann wurde er voll sauer und sagt, ey, du kannst schlechter Verlierer, bla 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 bla, und ist gegangen. Und so, weißt du, war scheiß auf dich, verpiss dich so. Dann bin ich wieder runtergekommen, dann bin ich zu den Hause und habe mich entschuldigt. Ja. Ist wirklich so. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich irgendwo schuld bin, egal was, ich habe kein Problem, mich zu entschuldigen. Gar kein Problem. Aber jetzt kennt ihr so ungefähr die Geschichte in Rüdersdorf und lasst euch nicht von Spiegel TV und der Bild-Zeitung oder irgendwas blenden, die ihn wieder pushen wollen, ja, und sagen, ja, keine Ahnung, das ist, wallahi, das ist die Wahrheit, die ich sage. Und egal, merkt ihr. Man muss auch ehrlich sagen, es ist ja auch nicht jeder bei RTL oder wo auch immer derselben Meinung. Es gibt halt so Leute in der Abteilung, die sind für Bushido zuständig, die anderen machen diese Sache. Ne, das ist ja eine Riesenfirma, ne? Das ist auch nochmal das Ding. Ne? Aber es sind sehr viele Mitarbeiter. Und wahrscheinlich halten die viele Mitarbeiter auch von Bushido nicht viel und sagen, ey, das ist doch hier voll der Betrüger und so. Ne? Aber
Ja, sollen die machen, ne? Egal, oder wo er beim Prozess, also weil ich ein Säumnisurteil bekomme. Ein Säumnisurteil bedeutet, ich habe sozusagen zurückgezogen und dann kriege ich ein Säumnisurteil, dass ich in die Berufung gehe, weil der Richter schon angedeutet hat, aber der Richter hat es verstanden, aber er wollte es nicht verstehen. Er hat bestimmt von ganz oben einen bekommen, da war ein Journalist, der kam zur Urteilsverkündung. Und dann fragt er ihn, warum haben Sie so geurteilt? Ja, er wird doch eh in Berufung gehen. Stimmt, dass das... Hä? Du bist einfach auf seine Couch eingepennt, Alter. Du bist eingepennt? Die Couch ist bequem, ne? Wisst ihr noch, als Amar vom Couch-Chiller geredet hat? Er hat sich beim Telefonieren auf die Couch gelegt und ist eingepennt. Guten Morgen, Junge. Die Geld von Messel wollten. Ja, stimmt. Wir haben Annemarie abgehört und da haben sie es. Da ist rausgekommen. Habt ihr privat viel unternommen? Oh, sehr viel. Sehr, sehr viel. Was mit den Löwen in Kleinmachnow? Die Geschichte muss ich auch noch erzählen. Der angebliche Löwe in Kleinmachnow. Wie ein Lügner so schön sagte. Real Talk. Die haben dreimal bei mir geklingelt. Dreimal hat das LKA bei mir geklingelt. Und wollten wissen, ob oder wo der Löwe ist. Ungelogen. Alter. Stimmt, diese Löwengeschichte. Krass, war. Irgendwann kommen die Klingeln bei mir und wollen mich fragen, ob ich den Kennedy-Mord zugebe. Gott sei Dank war ich da nicht geboren. Stimmt, ist das so ein Kontrollflug, wie er behauptet? Und dieser Fitner in seiner Doge wegen Ali und so? Das ist doch voll der Karte. Alles gelogen. Er hat mich als Kontrollfreak, oder ich habe mit ihm am Anfang sehr, sehr viel privat. Zuletzt, er hat sein Leben, ich habe mein Leben gehabt. Wir sollten aufhören, wenn es am spannenden ist, oder? Ich wünsche euch alles Gute. Sonntag, 21 Uhr. Ich überlege mir ein sehr, sehr interessantes Thema. Gute Nacht. Assalamu alaikum. Heftige, heftige Folge von Arafat. Ja, könnt euch natürlich das Original geben und einen Daumen hoch lassen. Auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Annemarie oder von Busneitsch haltet.